Hast du dich schon mal gefragt, wie die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges heute aussehen? Heute nehmen wir euch mit auf eine Zeitreise von vor über 100 Jahren und seid gespannt, was ihr heute seht. Wusstest du, dass die Wälder um Verdun noch komplett munitionsbelastet sind? Heute finden sich immer noch verschiedenste Kaliber aller Munitionssorten, von Minen, Handgranaten, Gewehrgranaten bis hin zu 150 mm Granaten. Und die werden wir uns heute anschauen. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, beziehungsweise wahrscheinlich ein neues Video, weil ein neuer Tag. Also von daher herzlich willkommen bei diesem Video, in diesem Video. Ich bin heute immer noch mit dem Gerold, mit dem Falk und mit dem Fabi unterwegs und wir sind immer noch in Verdun und wir schauen uns jetzt hier das Fort Tavannes an. Und wie ihr seht, unschwer erkennen könnt, befinden wir uns direkt schon im Kampfgebiet und das dürften Munitionsunterstände gewesen sein. Genau. Hier war Munition gelagert. Und das ist alles noch ziemlich gut erhalten. Und der ganze Bereich ist voll. Und da kommen auch schon die zwei Nachzügler. Da oben ist irgendwo der Falk. Der guckt sich gerade um. Und sobald wir markante Wegpunkte entdeckt haben, melden wir uns natürlich nochmal wieder. So, wir sind angekommen. Direkt die Verteidigung. Überlegt euch mal, stellt euch vor, vor 100 Jahren, ihr seid Deutsche, die das vorstürmen sollen. Und dann ist hier im Wald einfach so ein Gebilde. Und aus diesen Öffnungen kommt Feuer gespeit, tödliches Feuer. Muss man sich vorstellen, wie so ein Drache, so ein urzeitlicher Drache. Ja. Boah, wie schön, ne? Also man kann das nur mit guten Wanderschuhen machen oder Stiefeln. So, da vorne ist schon eine rote Fahne. Rote Fahne bedeutet in der Regel Munition. Grab mal. Das Gelände ist auf jeden Fall nicht munitionsgeräumt. Wir haben auf den Bildern, wir haben das ja vorher ausgekundschaftet, gesehen, dass hier noch viele Blindgänger liegen. Vielleicht können wir euch auch einige zeigen. Die Bilder sind allerdings ein paar Jahre alt. Von daher könnte das auch sein, dass die Sachen schon nicht mehr da sind. Schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Hier finden wir Metallblech auf dem Boden. Wie heißt das, wo wir gerade sind? Grabenstreiche. Das bedeutet, die sind von außen, wenn die den äußeren Ring überwunden haben, sind die hier runtergekommen und konnten dann hier in dieser Grabenstreiche gut bekämpft werden. Normalerweise war es das so, dass man von Grabenstreiche zu Grabenstreiche hier einen Verteidigungswall hatte, ne? Aber bei der Alte noch nicht. Das ist eine ganz alte. Aber irgendwie müssen die Grabenstreiche doch verteidigt werden. Genau. Irgendwelche Schießscharten, ne? Mit einem Maschinengewehr oder mit einer Maschinenkanone. Aber hier habe ich noch keine gesehen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Angreifer, in dem Fall die Deutschen, sind hier runtergekommen, wenn sie denn bis an das Fort herankommen. Und hier geht es noch relativ flach runter. Das war natürlich viel, viel steiler früher. Und hier seht ihr auch, das ist total steil. Und da jetzt hochzukommen, ist schwierig. Bedeutet, man ist dann hier drin gewesen und war dann ungeschützt erstmal. Man hatte keine Deckung und dann konnte man natürlich gut bekämpft werden. Und über die Jahre, Jahrzehnte ist das hier alles eingebrochen. Okay. Muss man sich mal vorstellen, es sind ja Millionen von Granaten heruntergekommen. Millionen, wirklich Millionen. Und trotzdem hat man hier kaum Geländegewinne verzeichnen können.
Kommen wir denn rein? Ja, ne? Boah, hast du das gehört? Wahrscheinlich ist irgendwo eine Granate hochgegangen oder so. Alter, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe das drauf. Hier war gerade eine gefühlt eine riesige Explosion, richtig dumpf. Bumm. Ja genau, hier, das sind die Schießscharten. Da oben sieht man die Schießscharten. Von hier aus konnte man dann in den Graben reinschießen. Und wie gesagt, da sieht man sie ziemlich genau. Und wir nehmen jetzt mal an, das war wahrscheinlich irgendeine geartete Explosion. Und das muss man sich einfach mal 1000 vorstellen. Permanent und ununterbrochen und nicht irgendwie eine Kilometer weit entfernt, sondern im direkten Umfeld. Oh. Ja? Ja, gucken wir uns Paramat an. Seine Kasematte. Hoppala. Oh, ist das glatt. Ja, danke schön. Stöß mich. Danke. Alles glatt. Und alles voller Granattrichter hier. Also wer fällt eigentlich zum Schnellsten? Aha. Okay, dann melden wir uns gleich nochmal wieder. Richtig üblen Sachen kommen noch, Vincent. Dann gehen wir doch gleich mal zu den üblen Sachen. So, Gerold hat was gefunden. Ein Blech, ne? Aber nur ein Blech. Also ich habe mich gerade mit Falk ein bisschen abgestimmt. Die sind vorne und gucken. Wir sind etwas weiter in den Wald rein. Die hatten schon deutlich mehr Glück als wir. Also wir werden auf jeden Fall gleich noch was sehen. Ich hier habe auch was gefunden, nämlich einen alten Spaten. Höchstwahrscheinlich, um Stellungen auszugraben. Definitiv aus der damaligen Zeit. Aber ich kann euch sagen, Falk hat auf jeden Fall richtig viel Erfolg gehabt. Aber ich möchte es noch nicht verraten. Ich bin mal gespannt, ob wir hier was finden nach über 100 Jahren. Weil der Gewalt an den klassischen Stellen ist definitiv geleckt. Da findet man so schnell nichts. Und deswegen sind wir jetzt abseits der Route und hoffen, dass wir hier irgendwas finden und euch zeigen können. So Leute, endlich. Die haben wir auch im eine Flasche und das Wasser da drin, Leute. Oder wenn es Wasser ist. Oder es ist Erde. Hammer. Hammerhart. Eine Flasche. Eine Feldflasche. Richtig gut. Wahrscheinlich hier Sonnengänger gefunden und hat die netterweise auch hier gelassen. Richtig gut. Gut gefunden. Gut gesehen. Oh, ein Napf. Ein Topf. Ah. Krass. Oberflächliche Funde, Leute. Stimmt, das war hinten an dem Rucksack dran. Stimmt. Auch Leute, genauso wie die vor uns, legen wir die Relikte hier für andere gut sichtbar hin. Weil viel ist ja nicht mehr hier. Schnell! Was? Ein was? Ein Monster? Was für ein Monster? Was denn? Biber? Eine Lachsgranate?
Nein! Oh, Leute! Alter! Scheiße! Das ist das Ding, was du, ne? Alter, komm, das reicht, ich brauch das nicht weitersehen. Nicht da vorne! Lass die Finger vorne, Ich sehe es, Alter Vater, das ist ein Kavemsmann. Das ist ein Kavemsmann. Puh! Alter! Ich fühle mich hier gerade nicht sicher. Oh mein Gott. Hammer. Du, mach mir einen direkt vor Fang. Wie sagt man davor? Vor, nicht vor Gott, sondern vor. Ja. Hammer. Unglaublich. Ein Riesending, Leute. Ich bin auch froh, wenn ich da weg bin. Hat sich verliebt. Alter, was für ein Riesenkabimsmann. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum, falls das Ding hochgeht. Gerold, ich habe noch eine. Nee, kleine, 7,5. Hier. Alter. Da liegt sie, das Schätzchen. Ich glaube, Tötungsradius 25 Meter, ne? Leute, wir haben Final Destination erreicht. Hier waren die Stellungen. Und hier sind die ganzen Granaten runtergekommen. Tim, wenn du das hörst, du hast absolut recht gehabt mit deinen Koordinaten. Auch heute nach über 100 Jahren findet man hier noch Kriegsschrott und gefährliche Munition. Deswegen, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das nicht machen müsst. Wir packen solche Sachen auch nicht an. Außer Gerold vielleicht mit dem Stock. Aber grundsätzlich halten wir den gebürtigen Abstand. Verrückt. Absolut verrückt. Und guck mal, überall waren die Sondler hier. So, ich habe mir vorgenommen, euch ein paar Sachen zu zeigen. Und wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gefunden. Eine Mine? Nicht dein Ernst? Hundertprozentig, ne? Sollen wir hier weggehen? Hä? Sollen wir hier weggehen? Nein, wir setzen uns drauf. Wir machen so Musik. Wenn die Musik ausgeht, muss ich... Der hat das drauf. Ausgegraben, guck mal. Ja, und dann dahin geschmissen. Alter, die sind so krank, die Leute. Nicht anfassen. Aber da ist Gewinde drauf. Alter, da fehlt schon. Aha. Entweder sind das die Kappen dazu, wo da drauf geschraubt das war. Das ist vielleicht ein Trittzünder. Ah, nee, das wäre das Gewinde da innen. Ja. Nein, nein. Du wolltest was? Du wolltest drauf treten. Ich hab's gesehen. Ja. Leute, es gibt Leute, die buddeln solche Sachen aus. Wie kannst du so ein Psycho sein? Richtig Psycho, Leute. Wenn ihr das seht und Sonne da seid, lasst diese Scheiße doch im Boden, Alter. Boah. Bedeutet, wir laufen vielleicht jetzt gerade auf dem Minenfeld, ne? Ist dir das schon mal bewusst geworden? So, ist auch irgendwas im Baum reingelegt worden. Blech, irgendwas mit Blech. Zerstört aber. Also das war schon aufregend, Leute, an so einem Ding dran vorbeizugehen. Die liegen ja schon seit 100 Jahren hier im Boden. Bist ja nicht detoniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau in dem Moment hochgehen, die würde ich als sehr gering einschätzen. Aber sie ist definitiv vorhanden. Und wir haben ja auch heute irgendein Geräusch gehört, das sich anhörte wie eine Explosion. Und wer weiß. Wer weiß. Leute, nicht nur die Granaten sind noch nach 100 Jahren gefährlich, auch die Schweineschwänze, die hier rausgucken. Stellt euch vor, jemand fällt hier und landet hier auf diesen Spieß. Dann ist das Geschrei groß. Hier ist nochmal unser Lieblingsfund. Willst du ein Foto, ne? So.
So, wir finden eine Kasematte, sprich ein Bunker. Laufgräben, beziehungsweise vielleicht sogar Kampfgräben. Wir gehen mal von außen ran. Ja, Kasematte Parma, die hat man während der Kämpfe aufbauen können. Die haben zwar nicht einen so hohen Schutz geboten, aber man konnte sie, wie gesagt, während des Kampfes auch aufbauen. Zwei Zwillingsmaschinengewehre übereinander auf einer drehbaren Lafette. Wenn ein Lauf ausgewechselt werden musste oder das Maschinengewehr den Geist aufgegeben hat, konnte man das einfach drehen von oben nach unten und hat dann weiter wirken können. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie einen Eingang oder so entdecken. Der war wahrscheinlich unterirdisch. Hier wahrscheinlich. Hier sehen wir nämlich den Zugangs. Genau, richtig tief eingezogen, ne? Schaut mal, Leute, die sind richtig tief eingezogen. Und alles voll Bombentrichter, also Granattrichter. Bomben sind ja hier noch nicht gefallen. Und überall so Abzweige. Und Adolf Hitler, das wissen viele, viele vielleicht auch nicht, war ja Melder im Ersten Weltkrieg. Und er hat die Befehle und die jeweiligen Stände dann in solchen Meldegräben von der Front an die Kommandantur gebracht. Und dabei ist er bei einem Gasangriff stark verwundet worden. Er hat Gas abbekommen. Und das Gas hat seine Augen beschädigt. Er dachte, dass er nie wieder sehen kann. Und ist dann nach Pasewalk ins Militärlazarett gekommen, wo er dann kuriert wurde. Und ab da begann dann seine ideologische Aufladung. Und in der Genesung in dem Lazarett wurde dann der Waffenstillstand von Compiègne gezeichnet. Was für viele Militärs einer Kapitulation gleichkam. Und ja, die Geschichte kennt man ja dann, denke ich mal, was dann passiert ist. Das ist dann eine andere Geschichte. So, und da sehen wir nochmal einen Laufgraben. Und dann gucken wir uns gleich das Fort an. Und nach über 100 Jahren, schaut mal, wie krass das noch erhalten ist. Und immer zickzack angelegt, damit, wenn hier so eine Granate einschlägt, die maximal bis hier geht und die Leute, die hier sind, dann noch überleben. Und an der Somme und in Ypern ist das Grundwasser extrem hoch gewesen. Dann standen die Laufgräben dauernd unter Wasser. So, wir sind back in die Grabenstreiche. Und da vorne sehe ich auch schon das Ende. Glaub mir, im Sommer sieht das so schön aus hier. Also jetzt auch. Aber im Sommer ist es noch mal schöner. Mit diesem ganzen Moosbewachs. Ah, Trailrunning. Aber überleg mal, wenn du hier joggst. Mega schön, oder? Fahrradfahren, auch richtig cool. Trailbiking, kannst hier runter schön runterspringen. Weißt du, wann der Eingang kommt? Ah, okay. Also wir müssen noch einmal rum. Dann würde ich sagen, lasse ich euch hier mal kurz in Stich und melde mich gleich wieder. Skischarten und bis gleich. Ich glaube 30 Meter das Loch runter. Ja? Also wenn du da reingehst, fliegt auf ein Flug. Boah. Nee, hier ist super. Oder? Boah, ich wollte eigentlich sauber bleiben heute, Leute. Da vorne ist irgendwas. Ich glaube da hinten. Ja, müssen wir wohl rein, ne? Dafür sind wir ja hier.
Gerold sagte, hier ist gleich direkt das 30 Meter Loch. Mal gucken. Das scheint ein Katalysator oder so zu sein. Das ist irgendein. Keine Ahnung. Also so sieht übrigens eine Grabenschleiche von innen aus, also die Skischarte. Man hat die Möglichkeit, sich zu positionieren. Und hier wahrscheinlich Toilette. Oh, da geht es direkt weiter. So Leute, kurz mal akklimatisieren. Holz, Schienen. Oh, hier ist tatsächlich das Loch. Ja, da ist es. Da, schaut mal. Hat recht gehabt. So, jetzt wisst ihr auch, warum das verboten ist. Weil es einfach ultra gefährlich ist. Puh. Noch durch. Hat er recht. So, zwischen mir und dem Tod sind nur wenige Zentimeter. Hammer. Hört ihr mich? Gerold? Ich guck mal, ich melde mich gleich. So, hier komme ich auch raus, das ist schon mal gut. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Loch. Oh, alter Schwede. Ja, schon mal runter. Alter Schwede. Sieht man nur. Was ist? Warte, gib mal die Lampe. Wie tief geht das jetzt? Alter Schwede. Warte. Wie schön das gearbeitet ist, oder Leute? Alter. Ich denke, hier war Munition gelagert für die Schnellfeuergewehre. Das wird der Zugang in Richtung des Forts gewesen sein. Alter Schwede, guck mal diesen Stützbalken an. So, hier ist komplett zu. So, einmal im Kreis gedreht. Jetzt mal Handschuhe anziehen. Hier gab es eine ordentliche Verwerfung.
Hört ihr mich? Okay, die hören mich nicht mehr. Ich rufe die mal kurz an, falls ich hier überhaupt Empfang habe. Aufgeschlossen. Gerold ist da. Die Vorhut. Er wird auch Vorhaut genannt in Fachkreisen. Wir fachsimpeln gerade, ob es sich hierbei um einen Treffer handelt oder ob es einfach über die Jahre, Jahrzehnte eingefallen ist. Oh, ja, schön. Und was vor allem hier war, ob hier vielleicht ein Geschützturm war oder einfach gar nichts. Hier ist auch noch ein schönes Detail, so ein Haken. Da habe ich ja schon geschaut. Boah! Da. Warte. Ich habe was gefunden und das gebe ich dem Gerold jetzt mal. Mach mal die Augen zu. Mach mal die Hand auf. Pferd oder Mensch? Pferd. Das Pferd wahrscheinlich, ne? Knie, nee, Becken, oder? Oder? Nee, hier. Ah, jo. So. Und der Hüfte. Krass, oder? Das sind die Knorpel. Mhm. So irgendwas Kniemäßiges. Also hier muss er auf jeden Fall den Boden sehr gut im Auge behalten. Weil hier liegt noch viel Zeugs rum. Oh, da oben sind noch Isolatoren. Da. Für die Telekommunikation. Mhm. Die alte Originaltür. Krass. Meine alte Kette. Aha. Eben auch. Peterson. Stück Leder. Türschnapper. Komm mal her. Hier. Schau mal hier. Da. Das könnte aber vom Menschen sein, oder? Aha. So, und wir graben mal hier, weil das war nämlich hier. Guck mal hier. Leder, Knochen. Hier, der Stofffetzen. Ich komme. Originalstoff.
Ja, ich komme. Hier ist überall was. Mach ich gleich. Ja. Ja, ja, ja. Leute, ist das warm. Eine Garderobe. Wo denn? Wo ist der Schuh? Wo drückt der Schuh? Jo, heb mal hoch. Soldatenstiefel, ne? Heb mal hoch. Ja, warte doch. Dreh mal. Mega. Passt deine Schuhe? Ja, ist genau meine. Solange wir nicht die Person dazu finden. Wo ist Falk? 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 Wo ist Falk? Ich geh mal zurück. Ja, weil wir sind doch im Shop. Ja, ja. Hol ihn mal, Fabian. Wir müssen heute hier zusammen. Ja, hier ist nicht ganz ungefährlich. Leder, auch Leder wieder. Und wieder ein Knochen. Könnte Schulter sein, ne? Ein bisschen groß, glaube ich, oder? Das ist krass, Leute. Das ist eine echte Fundgrube hier. Leder. Ah ja. Kassane hier. Ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Wunderschönes Glas. Geil. Hier wird ein Stumpf. Als ob du einen Sack kommst. Überall da vorne auch. Ich glaube gar nicht, wie anstrengend das ist und wie warm es auf einmal ist. Aber wir suchen ja hier gerade wirklich alles ab. Alte Glas. Oh. Oh ja. Da, schaut mal. Und das Bett ist noch an der Wand. So sah das damals aus mit dem Bett. Blick zurück, da kommen wir her. Hier ist Bettgestell an der Wand. Und Gerold sagte, dass hier oben auch hier ein Bettgestell. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich kam hier wirklich was runter. Oh Gott, vielleicht liegen hier sogar Leute drunter. Oh, Stempel von der Decke wahrscheinlich vom Bett. Maske vielleicht. Oh, komplett zugeräumt. Da wieder Kopfkissen. Thank you.
Sieht aus wie eine Latrine. Latrine oder? Naja. Das waren alles voller Kissen hier. Das sind die Überbleibsel der Bettgestelle. Heftig. Das bedeutet, Leute, hier haben die Leute gelebt. Also müssen wir wieder raus. Guck mal, hier ist alles voller Bettgestelle. Puh. Alles voller Bettgestelle. Alte Flasche. Auch hier. Alles voller Bettgestelle. Boah, das ist rutschig gewesen. Hier war mal eine Treppe. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber wir kommen garantiert von oben dran. Ja. Wir machen zuerst den Abteil fertig, bevor wir rausgehen. Ja, ja. Hatte ich eh vor. Hier war ein Fass. Hast du die Treppe gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und ich kann immer nur sagen, mach das nicht zu Hause nach. Aha. Aber der ist zu. Der ist zu. Nicht zu nah rangehen. Der ist komplett zu. Bettgestell. Und hier sind solche Löcher überall. Geh nicht zu nah ran, sonst brichst du da noch rein. Da müsste aber frisch reinfallen. Könnte, ne? So, auch hier wieder schönes Detail mit der Telekommunikation. Hier hat man frisch aufgebrochen. Ankleidezimmer. Komm mal raus. Falk hat sich gerade lang gemacht. Ja. Ein bisschen schief geworden, aber. Aber nur das Licht zum Glück, ne? Ja, sonst alles gut. Sehr, sehr, sehr schade. So, und hier sind wir jetzt gerade draußen. Hast dich schon ein bisschen umgeschaut? Und was finden wir? Jetzt gucken wir hier mal. Und ich denke mal da hinten durch den Weg hast du. Okay. Also es gibt auf jeden Fall noch Stolleneingänge, Leute. Die wollen wir uns natürlich auch anschauen. Das wird sicherlich das Spannende sein. Hui. Boah, das sieht schön aufgeräumt aus, oder? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein schönes Thumbnail-Foto, wenn du irgendwas siehst. So, das scheint Küche oder so gewesen zu sein, oder? Ja, das ist Erosion über die Jahre. Boah. Das ist schon super. Wunderschön, Leute. Das ist nachträglich, würde ich sagen, ne? Die Backsteine. Aber schaut mal, wie schön.
Das ist so schön gebaut früher. Damit die Soldaten sich auch wohlgefühlt haben. Da drobe. Ja. So Leute, da kommen wir her. Und wie ihr seht, hier bricht alles ein. Schönes Detail hier, finde ich. Und schaut mal, wenn man hier alleine ist und da reinfällt, dann ist das Leben vorbei. Und der Tod ist richtig räudig. Deswegen macht das nicht zu Hause nach. Auch hier. Wunderschön, aber es ist einfach eingebrochen und darunter ist eine riesen Zisterne. Und auch da ist kein Rauskommen möglich. Vielleicht hat man bewusst hier diesen Ast da reingesteckt, damit jemand, der da reinfällt, vielleicht die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen. Und das wird wahrscheinlich die Kammer des Kommandanten gewesen sein. Schaut mal hier die Originaltür noch. Mit Originalriegel. Das könnte aber auch ein Gefängnis gewesen sein, weil der Riegel ja außen ist. Das wird vielleicht ein Gefängnis sein. Ja. Und schaut mal hier. Da hat einer was eingegraviert. Und kommt mal her. Ich habe was richtig Geiles gefunden. Ja. Richtig gut. Ja? Ja. So, was könnte das für ein Raum sein? Hast du eine Idee? Munition? Nein. Betten? Nein. Guck mal, auf welcher Seite ist der Riegel? Eine Zelle. Genau, und jetzt kommen wir mit. Da und da. Und guck mal hier, da sind die Tage. Krass. Zähl mal die Tage. Bitte. Das sind aber einige, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das bin auch 14, 15. Hier geht's, glaube ich, bis hierhin. Das ist so krass. 18 auf jeden Fall. Ja, und hier ist, glaube ich, auch nochmal irgendwas, ne? Und da ist ein Name, ne? Ja. Leute, das ist krass. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Ja, hier auch alles voll. Einfach ein A. Hier ist sogar noch ein Muschelabdruck. Guck mal. Siehst du das? Das ist ein Stein, ne? Mhm. Hier gibt es einen Stempel. HT. Bei der Hersteller. Hier, das wäre wahrscheinlich das Bett gewesen sein, also Bettgestell. Boah, das ist so crazy crank, Leute. Das ist einfach crazy crank. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das für die eigenen Leute gewesen ist. Ob man hier die Gefangenen der gegnerischen Seite untergebracht hat, mag ich zu bezweifeln. Die hat man wahrscheinlich eher ins Hinterland gebracht. Ja. Das ist Geschichte. Das ist wirklich Geschichte. Also, bin. Guck mal hier. Sir. Komm her. Mach mal weniger Licht. Siehst du es? Das sind die Striche. Oder? Mhm. Wahnsinn, ne? Da kommen wir her. Und da gehen wir hin. Jo, wunderschönes Detail mit der Dachrinne. Mhm. Da sieht man das. Venezianisch, ne?
Falk hat da oben noch ein Detail aufgenommen. Wir sind jetzt in der Grabenstreiche und gehen jetzt in die Anlage rein. Und man sieht hier überall noch Reste von den Kampfhandlungen. So. Oh, hier ist er richtig schmal. Boah, ist das easy, Timmel, Spinnweben. Was ist das? Was haben wir hier für einen Raum? Kasernenbereich. Mit Originalwandfarbe noch. Geh mal weg, Fabian. Schau mal, wenn ich weg sage, du schmeckst nicht. So, hier könnte man den Eingangsbereich verteidigen. Und überall mit der Farbe. Ja. Mit einem Punkt drum drauf. Also richtig schön verziert. Und schaut mal den Boden an. Richtig Besen rein. Scheint eine Waschrinne zu sein oder eine Pissrinne. Wahrscheinlich eher eine Pissrinne. Oh ja, ich glaube, das ist der Stolleneingang, Leute. Ich glaube, wir haben den Stolleneingang gefunden. Aber wir schließen jetzt erstmal auf und erkunden das hier erstmal alles. Wunderschön mit der blauen Farbe. Ah, okay, es ist nur ein Verbindungsweg von der einen zur anderen. Vielleicht, falls die Zugänge gesprengt wurden oder zerstört. Ich dachte schon, das ist noch ein altes Kabel. Geil, das ist der Stolleneingang. Das ist der Stolleneingang. Mega. Oh. Alter Eimer. Oh my goodness. Wahrscheinlich Toilette gewesen zum... Das ist schon absolut bemerkenswert, Leute. Und hier hat's richtig gab's eine Explosion. Verteidigung. Aber ich glaube, hier brauche ich dann nicht weitergehen. Ich warte dann lieber, bis wir aufgeschlossen sind. Ja, oder? Ne, da vorne ist Licht, also kann ich beruhigter lang gehen. So, das war hier die Verteidigung. Von beiden Seiten konnte man verteidigen. Genau, hier ist Ausgang. Und dann gehen wir mal wieder zurück. So, wir waren hier jetzt links gegangen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Hier ist der zweite Stolleneingang. Der ist auf jeden Fall einfacher zu erreichen. Ne? So ein richtiges Eingangsbauwerk. Ja, ich wollte eigentlich sauber bleiben. Das können wir, glaube ich, vergessen. Ja, und wie sauber der Fußboden ist. Hier war ein Ventilator drin, höchstwahrscheinlich. Und hier der Motor. Guck mal, hier war die Toilette. Ja? Sieht so komisch aus. Oh. Oder hier war Wein gelagert. Wein, ne? Oder Munition? Keine Ahnung. Aber das könnte natürlich die Pissrinne. Ich glaube, irgendwas zur Pissrinne oder so. Ja. Weil da ist genau, das ist der Abfluss. Hier war ein Fundament. Ja, und da waren wahrscheinlich so Holzbänke mit Loch. Oh, da hatte man auf jeden Fall nicht viel Platz.
Da war der Kommandant. Man hat ja immer von oben nach unten geschissen. Alles voll. Ja, guck mal, da ist der Abzug. Das war tatsächlich die Toiletten. Oh, guck mal hier. Tor steht sperrangelweit auf. Ja. Aha. Packen wir's? Packen wir's? Mir, dann gehe ich alleine. Bitte? Ich bin jetzt schon drin. Welcome to hell, Leute.